Hey, das ist wirklich kein Witz. Da wollte ich nur ein bisschen Zeit mit meinem Kumpel in Kyoto verbringen und nach einem richtig geilen Gespräch enden wir mit diesem rauen Mafia/Möchtegern-Mafia-Opi und er verprügelt mich einfach. Also zumindest hat er mich ein paar Mal krass geschlagen und ich habe auch Beweise dafür. Was da wieder los war, warum mein Kumpel sogar ein bisschen Angst vor dem Typen hatte und wer der Typ eigentlich war, das erfahrt ihr heute. Also bleibt dran, ab geht's. Und damit herzlich willkommen bei einem Ticket zur Milchstraße. Ihr wisst, eurem Kanal rund ums Reisen, Leben, Motivation und allem Kram, der mir so einfällt. Übrigens, Freunde, kleine Side-Info. Es sind ungefähr 65 Grad hier in meinem Zimmer und ich habe nur eine Boxershorts an. Wo wir das geklärt haben, kann es ja dann noch losgehen. Ihr wisst ja, dass ich manchmal in den Streams Samstag, Sonntag so kleine Tagesgeschichten erzähle mit Dingen, die mir widerfahren. Und da ich ja auch relativ viel versuche, irgendwie draußen zu sein und Sachen zu erleben, gerade am Wochenende, passieren mir auch halt manchmal irgendwie komische Sachen und die erzähle ich oft in den Streams und mir ist schon seit längerem aufgefallen, dass es da eine große Distanz zwischen den Leuten gibt, die Streams gucken und die Leute, die vielleicht einfach nicht die Zeit haben, die Streams zu gucken. Deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich öfter mal so eine kleineren Videos hier mache, vielleicht im Bereich zwischen 3, 4, 5 und 10 Minuten und einfach mal diese Tagesgeschichten, die ich manchmal in den Streams erzähle, auch hier als Video nochmal ganz kurz deliver. Boah, ich bin so cool, ich benutze manchmal englische Wörter anstatt deutsche, weil mir die deutschen nicht einfallen, weil ich zu lange hier lebe. Ey, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ich war mit Koshiro unterwegs, dem Bruder von Liliko, der hat mich ja hier in Kyoto besucht und wir waren im Maruyama Koen. Ich wollte ein bisschen rausgehen und Koshiro arbeitet auch sehr hart, wollte einfach mal ein bisschen raus, weg von der Stadt und wir sind in den Maruyama Koen gegangen, mein Lieblingspark in Japan, ihr wisst es, Freunde. Und da haben wir einfach ein bisschen gechillt, wir haben ziemlich deep gequatscht, muss ich sagen. Also es war ziemlich philosophisch, wir haben über das Leben und die Zukunft geredet und was wir beide in der Zukunft erreichen wollen, machen wollen. Es war ein ziemlich geiles und ruhiges Gespräch und da in dem Park auch wenig Leute waren, was auch echt so eine tiefe philosophische Atmosphäre, muss man sagen. Nachdem wir uns ein bisschen ausgesprochen hatten und auch ziemlich irgendwie runtergefahren waren, so von dem, was uns die letzten Wochen so widerfahren ist, haben wir uns tatsächlich im Park auch nochmal auf eine Bank gelegt und dann ein kleines Nickerchen gehalten, so für 20, 25 Minuten oder so. Das war richtig, richtig entspannt. Wir waren also an dem Punkt in so einem richtigen Chill-Modus, ja? Also in so einem richtigen Entspannungsmodus, muss man sagen. Es war ja so, dass Koshiro an dem Abend auch in dem Stream dabei sein sollte. Es war ja ein Samstag gewesen. Und ich habe zu ihm gesagt, hey, wie wär's denn, wenn wir jetzt einfach mal so langsam Richtung Apartment zurücklaufen, denn er hatte noch zwischendrin eine Verabredung am Kyoto Hauptbahnhof, die er wahrnehmen wollte. Deswegen habe ich den Vorschlag gemacht, lass uns doch noch zurückgehen zu einem Apartment oder in Richtung des Apartments. Lass uns noch einen kleinen Eiskaffee holen beim Konbini und nochmal ein bisschen in der Sonne sitzen. Du gehst dann zurück, ich bereite den Stream vor und wir treffen uns dann wieder bei mir im Apartment. Der Stream war übrigens legendär. Nochmal danke an alle, die vorbeigekommen sind. Hat wieder einen Haufen Spaß gemacht. Ja, gesagt, getan. Sind wir dann im Konbini. Ich habe uns beiden mal einen kleinen Eiskaffee spendiert. Die kosten ja nicht so viel. 100 Yen das Stück, das kann man mal machen. Ja. Dann sind wir auf eine Parkbank gegangen und haben uns an den Kamogawa gesetzt. Den großen Fluss, der durch Kyoto fließt. Und auf jeden Fall habe ich gesehen, dass auf der Parkbank zwei alte Männer saßen. Jetzt lebe ich ja nicht seit gestern hier und bin ja schon eine Weile in Japan unterwegs. Und konnte die beiden, sagen wir mal, rein optisch schon direkt einordnen. Ich meine, es war irgendwie, keine Ahnung, mitten am Tag, Mittagszeit. Die beiden haben da gesessen und haben sich so ein bisschen, der eine hat ein Bier getrunken, der andere ein Chuhai. Aber ich sag mal so, die haben sich ein bisschen die Kante gegeben, da auf der Parkbank. Die sahen auch beide nicht ungepflegt aus oder so. Also waren jetzt nicht irgendwie die untersten der untersten Menschen, vor denen man jetzt direkt per se erstmal Angst haben hätte müssen. Ja, ich bin ja da eh immer ein bisschen locker. Aber Koshiro war schon mal so, der hat so ein bisschen so einen ganz kleinen Bogen um die gemacht und wir haben uns dann neben die auf die Bank gesetzt. An der Stelle ist schon mal die erste Beobachtung, über die wir heute in der Episode ja auch nochmal kurz sprechen werden, dass Japaner im Generellen, würde ich sagen, schon mal ganz anders auf diese Leute reagieren als jemand wie ich, der aus Berlin kommt. Da gibt es Punker. Ich habe oft mit Leuten in Parks abgehangen, die, sagen wir mal, einem gleichen sozialen Umfeld entsprechen wie die beiden, die da auf der Bank saßen. Ich habe mich viel mit Leuten aus allen Gesellschaftsschichten beschäftigt und habe eigentlich immer Spaß daran gehabt und bin deswegen auch ziemlich, ziemlich offen, erstmal allen Menschen gegenüber, egal ob die jetzt da sitzen und ein Bierchen trinken, mitten am Tag oder ob es abends ist. Ich habe jetzt erstmal nicht so die krassesten Vorteile diesen Leuten gegenüber. Bei Koshiro sah das schon mal auf den ersten Blick etwas anders aus. Der hat, wie gesagt, gleich erstmal so einen Bogen drum gemacht, hat
die auch gar nicht weiter angeguckt, wollte mit denen auch gar nicht weiter reden, hat sich aber mit mir dann auf die Parkbank da gesetzt. Es hat ungelogen, glaube ich, 10 Sekunden gedauert und der erste alte Mann sprach mich direkt an. Wo kommst du denn her? Was machst du? Die ganzen typischen Fragen, die ich öfter mal so gefragt werde. Und wir haben uns auch direkt erstmal ganz gut verstanden, sage ich mal. Es war in den ersten paar Sekunden klar, dass der Typ ein relatives Raubein ist. Also klar, wer da mitten am Tag sitzt und sich irgendwie schon ein Bierchen reinballert und ein Chuhai, der ist schon auf einem guten Level. Und es war von vornherein irgendwie klar, dass der Typ natürlich auch ein bisschen kernig ist, ja. Koshiro war insgesamt relativ schweigsam und hat nur geantwortet, wenn er auch irgendwas direkt gefragt wurde. Ich habe mich in dem Moment sehr gerne mit dem alten Mann unterhalten und wir haben einfach ein bisschen uns ausgetauscht. Irgendwann ist er dann auch direkt aufgestanden, auf mich zugekommen und wollte dann auch gar nicht mehr gehen. Also es war dann auch irgendwie an einem Punkt angekommen, wo wir ihn gar nicht mehr aus unserer Unterhaltung, die ich eigentlich mit Koshiro haben wollte, ausschließen konnten. Er stand dann direkt neben uns und wollte dann auch richtig kommunizieren und ich dachte mir dann, ey, was soll's, wir haben noch ein bisschen Zeit, lass den einfach ins Gespräch mit einbringen, hatte mich auch kurz nochmal bei Koshiro versichert, ob alles okay bei ihm ist und er hat dann auch gesagt, ja, alles gut und deswegen haben wir mit dem auch angefangen, richtig zu quatschen. Der Typ war wirklich von der ersten Minute an ziemlich grob, ziemlich direkt. Das erste, was er irgendwie nach ein paar Sekunden gemacht hat, ist, er hat meine Hand gegriffen und wollte mir erklären, dass er einfach komplett ein krasser Typ ist und wollte mir erstmal zeigen, wie man anderen Leuten den Daumen bricht. Er war auch so grob, ich habe auch direkt gemerkt, dass er halt relativ angetrunken war, dass er mir wirklich in dem Moment, weil ich damit ja nicht gerechnet habe, wehgetan hat. Also er hat meinen Daumen genommen und hat den einmal so umgebogen und ich habe ihm halt vertraut, weil ich dachte, er weiß, was er macht. Aber er war halt so grob, dass er direkt einmal, es hat einmal geknackt und ich dachte mir, boah, das hat jetzt aber auch schon gut wehgetan. Man muss dazu wissen, ich bin kein Weichei. Ich habe relativ viele gebrochene Knochen gehabt. Ja, aus Gründen, die ich jetzt nicht unbedingt hier spoilern muss. Aber sagen wir mal einfach so, ich bin vertraut mit Schmerzen durch physische Gewalt. Dementsprechend war es jetzt nicht so, dass ich irgendwie Angst vor dem hatte oder irgendwas, habe mich darauf eingelassen, aber er war halt relativ grob und da kann man dann auch keinen Rückzieher mehr machen. Und mir hat dann echt eine Weile der Daumen wehgetan. Das hat sich dann auch die ganze Zeit so durchgezogen, dass er, während er gesprochen hat, er mir einfach mittendrin aus dem Nichts ein paar Mal in den Magen geschlagen hat, aber halt richtig doll. Das hat auch ziemlich gescheppert, muss ich sagen. Ich habe ihm das aber nicht übel genommen, weil ich ja mit so einem Typen schon vertraut bin aus, ja, Berlin, sagen wir mal, aus meiner Kindheit. Weiß ich einfach, es gibt so Typen, die sind halt einfach ein bisschen grober, die sehen da kein Ding drin, die haben auch nicht so ein Distanzverhältnis sozial und die ziehen da auch einfach mal durch, des Spaßes wegen. Ist so eine gewisse, ja, so eine gewisse Straßenattitude einfach, ne? Damit komme ich persönlich gut klar und deswegen hatte ich auch einen Haufen Spaß, aber Koshiro, muss ich sagen, war schon relativ verunsichert an dem Punkt und war sich schon gar nicht mehr so sicher, was jetzt eigentlich hier abgeht und ob alles okay ist. Ich hatte jetzt auch nicht die krasseste Möglichkeit, neben dem alten Mann mit ihm zu kommunizieren, wollte das also auch auf später verschieben und habe erstmal fröhlich weitergemacht. Das ganze Gespräch über hat der Typ eigentlich nur davon berichtet, wie krass er ist, was er alles macht, dass er irgendwie Kontakt zur Yakuza hätte und was für ein rauer Typ er ist. Und ich habe mich wirklich gut mit ihm verstanden. Jetzt lebe ich ja schon eine Weile hier und habe natürlich auch so ein bisschen so ein Common Sense bekommen. Sagen wir mal, so ein soziales Knowledge, wann man welche Witze ganz gut bringen kann und wie man mit so einem Typen auch umgehen kann. Und das fand er irgendwie auch so lustig, dass er da auch voll drauf eingestiegen ist. Dementsprechend haben wir beide ein bisschen rumgealbert, haben ab und zu uns mal gegenseitig eine eingeschenkt. Er fand es auch alles richtig lustig, hat ihm einen Haufen Spaß gemacht. Er hat mir am Ende seine Telefonnummer gegeben. Ob ich ihn anrufe, jemals, kann ich euch hier an der Stelle nicht sagen. Aber jetzt kommt der interessante Aspekt. Ich habe danach mit Koshiro gesprochen und für den war die ganze Situation komplett anders als für mich. Und das will ich hier nochmal ganz kurz am Ende einmal aufdröseln. Eigentlich ist das, was da passiert ist, ja eine relativ normale Situation, je nachdem, wo man herkommt. Für mich ganz normal, für Koshiro aber war das gar nicht so normal. Für ihn war dieser Typ sogar relativ angsteinflößend. Er hat mir danach auch erklärt, dass er eine teilweise dann auch gar nicht so genau wusste, ob das jetzt noch okay ist oder ob man sich jetzt vor dem Typen fürchten muss. Worauf ich ihm dann gesagt habe, hey, ich finde, dass der Typ eigentlich ziemlich nice ist und ein echt ehrliches Herz hat. Ich muss sogar sagen, dass ich ganz persönlich mit dieser Art von Menschen wesentlich besser klarkomme als mit den meisten Menschen in der normalen Gesellschaft. Denn dieser Typ zeigt und sagt wenigstens direkt, was er denkt, dass er das auf eine teilweise wesentlich zu grobe Art und Weise macht, mit der er manche Menschen auch direkt verstören kann. Das checkt der Typ nicht. Aber für jemanden wie mich passt das ganz gut, weil ich weiß da wenigstens, woran ich bin. Ich vertraue ihm und deswegen habe ich ihn auch machen lassen. Koshiro allerdings, wie gesagt, aus seinem, ja, sagen wir mal, relativ normalen japanischen Gesellschaftsstandpunkt,
Für ihn war das Ganze gar nicht so lustig und er hat sich teilweise auch von dem Mann bedroht gefühlt, obwohl der halt schon relativ alt war und obwohl der ja auch vom physischen her, von seiner Erscheinung relativ schwächlich war. Da sieht man mal wieder, wie krass es eigentlich ist, dass in Japan schon so Typen wie der, der ja relativ normal angezogen war, sogar ziemlich gut aussehend, der einfach da auf so einer Parkbank sitzt und sein Bierchen trinkt, sein Chuhai und halt auf eine bestimmte Art und Weise ein bisschen so ein Straßenjargon spricht, schon als gefährlich eingestuft wird. Dabei ist ja in anderen Ländern, sag ich mal, da nach unten hin noch viel, viel mehr offen, ja. Leute in anderen Ländern, die, sag ich mal, da irgendwie auf einer Parkbank hängen und vielleicht betrunken sind, die haben vielleicht sogar eine Waffe dabei oder sind vielleicht auch bereit, physische Gewalt anzutun. Da ist man natürlich hier in Japan sehr, sehr weit weg von. Jedenfalls, was meine persönlichen Erfahrungen angeht. Ich wollte euch einfach mal diese kleine Story erzählen und für mich war halt der Aspekt auch sehr interessant, dass der Typ für mich ganz normal war und für Koshiro halt eigentlich fast schon ein Verrückter. Wir haben danach natürlich darüber gesprochen und er hat sich meinen Standpunkt angehört und er fand meinen Standpunkt auch sehr interessant und wird auch in der Zukunft, ja, da so ein bisschen weicher drauf reagieren, weil er jetzt dadurch gesehen hat, dass diese Menschen gar nicht so schlecht sind, wie er aus seiner Perspektive heraus, ohne mit denen jemals gesprochen zu haben, vorher dachte. Ich finde es ganz cool, dass ich da ihm vielleicht eine neue Perspektive geben konnte, er natürlich aber trotzdem seinen, sagen wir mal, Sicherheitsabstand weiter wahrt und ich einfach diese lustige Begegnung machen konnte. Was wir alle daraus lernen können, ist eigentlich was ganz Einfaches. Nicht jeder betrunkene alte Mann, der auf einer Parkbank sitzt, auch wenn es 12 Uhr oder 13 Uhr ist, ist ein Krimineller. Viele von denen haben echt ein gutes Herz und sind halt einfach ein bisschen rauer. Viele von denen werden manchmal zu schnell verurteilt, gerade in einem Land wie Japan. Und ich denke, da ist noch ein bisschen Potenzial, auch diese Leute ein bisschen mehr willkommen zu heißen. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut, bis zur nächsten Episode. Haut rein. Ciao.